Matze, heute ist Montag. Montag? Ich habe so Montag heute. Ich habe auch Montag. Willst du ein Bier? Ja, gerne. Sag mal, Corona, hast du eine Macke? Ich habe Angst vor Corona. Okay, dann hast du hier einen Urkostsitzer. Ja, das ist schon viel besser, oder? Aber muss man ihm noch beibringen. Oh Mann, also hast du auch schon genug Toilettenpapier? Toilettenpapier? Ich habe auch die neuesten Nudelrezepte, Nudeln mit Toilettenpapier. Okay, wir reden da nicht weit davon, machen genug andere. Panik! Was ist denn alles los in dieser Woche? Die Regenwolken, aber da kommen wir später zu. Mit dem Wetter kriegst du das auch nicht mehr hin. Doch? Nee. Doch? Nee, das erklär ist schön. Die Schichten, das Schichtenwasser ist noch Wir brauchen da. Nämlich viel Wasser, nämlich zum Beispiel für die Grünflächen AG, die sich am kommenden Freitag um 16.30 Uhr am Bahnhof treffen wird, um dort zu gucken, wie man denn den Bahnhofsvorplatz bienen- und insektenfreundlich gestalten kann mit ganz viel Blühwerk. Und im Anschluss geht es zur Auswertung ins Gemeindehaus. Genau, da treffen die sich. Aber wozu brauchen die da Regen? Da sind die nass. Brauchen die keinen Regen dafür. Weiter. Okay, nächste. Ja, ich habe beim Fußball mit einem jungen Mann gesprochen hier, Sebastian Swillus. Kennst du den? Nö, noch nicht. Nächste. Der wohnt jetzt seit einem Jahr hier in Bockheide und der meinte, er möchte gerne mal ein Frühling, er möchte sich einbringen im Ort und er möchte ein Frühlingsfest organisieren. Und da fragt er nach, konnte man übrigens auch bei Facebook lesen, ob ihn irgendjemand mal helfen möchte oder wer sich einbringen möchte und Interesse hat. Und der wendet sich einfach per Facebook an den Sebastian Swillus. Und ich denke, wir kriegen auch noch irgendwie eine Wenn wir eine Telefonnummer haben oder eine E-Mail, können wir das dann mal einblenden hier in der nächsten Sendung. Und ansonsten kann man sich natürlich für so eine Themen auch beim Bürgermeister melden oder im Waldbad, wo man sowas eventuell, falls es dieses Jahr nicht klappt, für das nächste Jahr in Angriff. Genau, Bürgermeister-Sprechstunde, Samstag früh. Oder auch mal bei den Veranstaltungen Waldbad vorbeikommen, Waldbadlauf, Flohmarkt, alles so Anfang Mai. Oder mal mit Leuten reden zum 30. Wie heißt der? April? Warum klingelt jetzt eigentlich mein Telefon? Ja, weil du jetzt rangehen sollst, aber das machen wir jetzt nicht. Ich werde das jetzt nicht machen hier. So. Da. Tschüss. Nee, okay. Nein. Ja, das war das. Dann geht's weiter. Und zwar ist wieder ganz viel los an dem kommenden Wochenende. Also unabhängig von dem Freitag geht's ja los. Der Sonntag zum Beispiel. Da geht's los. Los geht's um 11 Uhr, Matze. 11 Uhr reiten wir aus nach Altburg. Wir satteln die Hühner und fahren nach Altburg. Ja, zum Angrillen. Zum Angrillen. Und warum da jetzt angegrillt wird und was da noch so passiert, da haben wir hier einen kleinen Film. So, Ingo, ja. Ich habe gehört, du hast die Nase voll und machst jetzt zu. Ja, das stimmt. Wir müssen uns von dem alten kleinen Hänger trennen. Von den alten Gebräuchen wird ja. sich getrennt? Jawohl. Denn es ist soweit und die Kundschaft hat es ja natürlich auch gemerkt. Es Jawohl. Gab so die ein oder andere Umbaumaßnahme. Was genau hast du hier gemacht? Also wir haben die komplette Fleischerei komplett einmal umgebaut. Wir haben ein neues Schlachthaus errichtet, wo wir gerade drinstehen. Wir haben einen Verkaufsladen errichtet, der in der Mitte von der Fleischerei ist. Fleischkühlraum, Rohrbahn, Großkühlräume. Die Produktion wurde erweitert und die Sozialräume wurden auch erschaffen für zwei Angestellte, die jetzt noch zukommen. Und wir haben einen neuen Party-Service und ein neues Lager gebaut. Sehr schön. Was man gerade gesehen hat in den Bildern, die hier schon über das Gespräch gelaufen sind. Ja, wann ist denn der geplante Start? Also der geplante Start ist jetzt kommenden Freitag. Wir wollen von 8 Uhr bis 18 Uhr den Laden in Altburg eröffnen. Und ja, dann werden wir noch das jährliche Angrillen durchführen. Das war ja am Sonntag von um 11 bis um 17 Uhr. Ja. Da wo sind alle recht herzlich eingeladen. Ist das der 14.? Das ist der 15. 15. Der Sonntag. Der Sonntag, ja. Sonntag am 15. Sonntag am 15. Ja, so sieht's aus.
Und das heißt, der Laden ist am Freitag dann durchgehend geöffnet? Der Laden ist am Freitag schon durchgehend geöffnet. Ja. Und da fällt der Startschuss. Die Lebensmittelüberwachung hat uns vorgestern den komplette Zulassung gegeben für die Schlachträume und die Verkaufsräume und wurde alles abgenommen und jetzt können wir starten. Am Montag, also sprich morgen, schlachten wir die ersten Rinder alleine hier im Schlachthaus und die Schweine und dann geht's los. Sehr schön. Jawohl. Das heißt, ich kann nur auf ein gutes Gelingen, auf einen guten Start hoffen. Danke, danke. Und weiter so wie bisher. Danke. Und wir sehen uns spätestens am 15. Nein, am 13. natürlich. Am 13. zum ersten Mal verkauft. Und dann natürlich werde ich mit dem Lutzer auch am 15. Mal vorbeikommen und dann gucken wir mal, genau, und dann gucken wir uns, wie es angelaufen ist. Genau. Wir haben noch Kleinigkeiten für die zur Fleischerei. Wir sind in der Wärme von meinem Vater in der Biogasanlage angeschlossen. Also die komplette Fleischerei bekommt die Wärme für das heiße Wasser zum Saubermachen. Die Fußbodenheizung wird von meinem Vater versorgt. Und die Energie der Fleischerei geht vom Solar, vom Dach oben. Und dann haben wir noch ein ganz neues Konzept der Kühltechnik. Die ist jetzt mit CO2 verbaut. Also wir haben kein Kältemittel mehr, sondern ein nachhaltiges Kältemittel in dem Sinne, das ist die CO2-Technik. Also Umbau auch mit einem grünen Fußabdruck ein für die Zukunft. Ein grüner Fußabdruck für die Zukunft, jawohl. Sehr schön. Na denn, so viel von hier erstmal. Bis zur nächsten Woche. Jawohl. Tschüss. Tschüss. Ja, wird interessant. Mann, so eine Baureihe, wa? Aber ich muss mal sagen, hier wird überall gebaut. Ich war ja bei SBS gewesen und SBS, gut, das war jetzt gewesen, bevor ich das vergesse, muss ich das noch mit reinbringen. SBS, die machen nämlich jedem ersten Donnerstag im Monat ab 17 Uhr für Unternehmer. Für Unternehmer. Und Selbstständige quasi. Genau, so ein Workout, Umtrunk, After Work Party. Na, Party, ja, Informationen, wo kann man sich so unterhalten, kann andere Unternehmer kennenlernen, kann so Geschäfte zusammen machen und unterhält sich dort. Also wer hier Unternehmer ist in Borkheide und Lust hat, immer der erste Donnerstags ab 17 Uhr im Industriegelände bei SBS. Netzwerken auf nennt man das. Die kommen wir, Networking auf Neudeutsch. Jo, dann geht's weiter. Und zwar auch am Sonntag ist Fußball wieder. Und zwar um 12.30 Uhr diesmal in Belzig. Der BSV 90 muss gegen Belzig antreten. Und das eigentlich schon um 12.30 Uhr in Belzig. Also ihr seht, wir kriegen ja dieses Jahr, diesen Sonntag richtig Probleme. Schaffen wir nicht. Denn die nächste Veranstaltung ist bereits um 17 Uhr. Und das in der Grundschule, und da geht es nicht um Lernen oder so, sondern? Filmmusik. Da kommen die vier Crazy Ladies von Quartetto Tonale und Edda, ihre Veranstaltung, der besondere Abend, findet dort wieder statt. Und wie man ja mitbekommen hat, mittlerweile hoffe ich jedenfalls, ist es nicht im Fliegerheim, im Hotel Fliegerheim, sondern diesmal in der Grundschule ab 17 Uhr. Eingang hinten über die Hans-Rothgießer-Straße. Jo, und auch ebenfalls, ach siehst du, sind wir schon wieder, wir kommen doch immer durcheinander, auch am Freitag, ja genau, ich muss mal, aber ich bin durcheinander gekommen, guck mal, am Freitag ab 13 Uhr, nee am 13.3. Matze, jetzt darfst du mal wieder. Willst du kurz mal Pause machen? Ja, trink mal dein Bier, wo ist denn Corona? Am Freitag, 18 Uhr, Mitgliederversammlung vom Naturbad Borkheide e.V. für die Vereinsmitglieder, ab 18 Uhr im Fliegerheim. Und der nächste Arbeitseinsatz steht an. Da wurde um Hilfe gebeten. Und zwar geht es um den Innenanstrich des Vereinsgebäudes, Matze. Genau. Wir müssen nämlich mal ein bisschen alles von den Wänden wegrücken. Und da treffen wir uns am 14.03. ab 10 Uhr zum Ausräumen. Das ist Samstag. Ja, weil es zwischen 13 und 15 ist der 14. muss Samstag sein, genau. Und das Wiedereinräumen findet dann eine Woche später statt, am 21.03. auch um 10 Uhr. Und das ist, geht da nur die Schränke mal von den Wänden wegzurücken und mal das ein oder andere Bild abzuhängen. Also es werden kräftige Frauen gebraucht, die eventuell noch kräftige Männer in der Hinterhand haben. Genau. Zum Schieben und Rücken. So, was haben wir noch? Achso, die Sauna bleibt zu, ne? Und in der Woche, genau zwischen Ausräumen und Einräumen, ist natürlich keine Sauna. Donnerstag, Freitag, Sonntag. Sonntag vielleicht schon wieder, wenn alles eingeräumt ist.
Dann passt, aber das geben wir natürlich oder der Jörg über die E-Mail-Kanäle entsprechend bekannt. Genau, und auch die nächsten Arbeitseinsätze stehen natürlich schon an zur Saisonvorbereitung am 28.03.2020 und am 4.04.2020 jeweils um 10 Uhr und Harken. Zeige ich dir, was eine Harke ist. Ja, so. Bitte mitbringen. Ja. Gut. Dann haben wir noch Fußball. Haben wir schon das Video angesagt? Welches Video? Na, du hast eben schon von Fußball geredet, weil du nach unten gesprungen bist. Wir hatten das Video noch gar nicht. Ne, ich habe die Termine versucht, in der Reihenfolge zu halten. Okay. Jetzt kommen wir zum Video. Das bartlose Video. 2:4. Bitte. Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz. An diesem Sonntag wunderschönes Wetter gewesen. Markus, der Bart ist ab. Ja, das habe ich früh angekündigt, dass meine Familie nicht so lange warten kann, wie der Verein braucht, bis er gewinnt. Das war der Grund, dass der Bart ab war. Natürlich haben wir heute ein wunderschönes Wetter gehabt, waren auf einem trockenen Platz, der nicht absäuft. Und leider sah das am Anfang richtig gut aus, aber hat nicht gereicht, ne? Nee, wieder verloren gegen den Letzten. Erster Sieg für die, haben sie entsprechend gefeiert. Schön, dass wir helfen konnten. Aber letztendlich sind wir natürlich nicht zufrieden und eher enttäuscht. Ja. Ja, wir sind jetzt auch ein bisschen, muss man auch ganz ehrlich sagen, irgendwann, das merkt man auch der Mannschaft an, man ist dann schon ein bisschen ratlos. Eigentlich war es ein gutes Spiel von uns. Ja. Wir haben auch bis zum Ende gekämpft, den Ball auch kontrolliert. Der Gegner hat sich natürlich auch von Anfang an eher darauf konzentriert, sich hinten gut zu postieren und das schwer zu machen. Das haben sie auch gut hingekriegt. Ja, und da muss man halt sagen, dass wir bei allen 4 Toren ja mitgeholfen haben. Ja, so, und das demoralisiert natürlich, es ist dann für die Psyche nicht gut und dann läufst du wieder einem Rückstand hinterher, dann versuchst du ranzukommen, schießt das 2-1, dann triffst du einen Pfosten und kriegst dann auf einmal sofort wieder das 3-1. Ja, ist nicht gut, das ist dann sehr, sehr schwer. 2-mal Pfosten getroffen, naja. Ja, ich habe auch gesehen, auch das Publikum, also die Fans waren ein bisschen traurig, weil eigentlich ist in der ersten Halbzeit haben wir eigentlich nur im gegnerischen Spielfeld gespielt, aber die 2 Konter haben gereicht, um dann irgendwann Rückstand einzuspielen, ne? Ja, 3 Gegentore. Ja. In der ersten Halbzeit unnötig. Konter, teilweise waren es ja nicht mal richtige Konter. Wir haben ja den Ball eigentlich sicher gehabt und dann verlieren wir ihn einfach durch, ja, eigentlich nicht zu verstehende Fehler. Und dann machen die das natürlich dann, ja gut, 1-1 auf dem Torwart, das ist dann natürlich auch einfach. Ich meine, das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, man möchte ja zur Mannschaft stehen und möchte die auch weiter voranbringen, aber im Moment steckt da wirklich der Wurm drin. Unabhängig von den kranken Spielern, uns fehlen ja wirklich ein paar Top-Spieler hier, die durch Krankheit und Knie und was weiß ich, Knochenkrankheiten und dergleichen mehr. Gesundheit ist aber so... Sagen wir mal so, Corona haben wir nicht. Nee, Corona haben wir nicht, haben alle anderen, aber nicht wir. Wir haben dann die anderen Verletzungen, die beim Fußball definitiv mehr stören. Ja, ist halt noch, wir können jetzt nichts dafür. Die Verletzten sind halt da, ein paar Kranke. Und dann müssen wir 1-2 Mal auch wie heute zum Beispiel disziplinarische Entscheidungen treffen, weil es halt in der Mannschaft dann teilweise nicht so läuft. Insbesondere, wenn es gerade in der Tabelle so aussieht, dass wir uns das anders vorstellen als Trainerteam. Ja, aber damit müssen wir dann auch umgehen und dann gucken wir an. Und wir müssen heute halt auch dann ganz klar feststellen, wenn man gegen den Letzten verliert, wir müssen gegen den Abstieg spielen. Und da müssen sich alle ein bisschen straffen. Ja. Sind wir soweit? Ja, klar. Also wenn du gegen den Letzten verlierst, auf dem heimischen Platz 4 Gegentore kriegst, dann spielst du gegen den Abstieg, definitiv. Ja, okay, ich habe gar nicht reingeguckt, wo Belitz in der Tabelle stand. Gegen wen spielen wir denn eigentlich am nächsten Sonntag? Belzig. In? Wurde mir gesagt, in Belzig. In Belzig direkt. Da gehe ich mal von aus, wohl relativ früh da an. Ich habe gerade gehört, um 11. Da ich selber noch nicht geguckt habe, lege ich nicht die Hand dafür ins Feuer, aber offensichtlich nächste Woche 11 Uhr in Belitz. Ja, okay, wir schauen dann nochmal nach. War ja eigentlich anfangs ein schönes Spiel. Man ist so sehr zwiespältig momentan, weil wir wirklich anfangs ein schönes Spiel gesehen haben und dann diese Dinge verloren haben und zwar relativ sicher verloren haben, muss man tatsächlich so sagen mittlerweile. Und wo man dann sagt, ja, was ist im Moment überhaupt los? Jetzt können wir viel rüber philosophieren. Du bist nun gerade aus dem Spiel rausgekommen. Muss man sowieso einen Hut ziehen, dass du immer in der Lage bist, danach auch noch relativ nüchtern einen Kommentar dazu abzugeben. Es ist gerade irgendwie nicht einfach. Nee, genau. Also wir stehen dann auch draußen und eigentlich fällt uns nicht mehr viel ein. Wir haben taktisch umgestellt, wir haben immer wieder auch den Mut zugesprochen und die letzten 2 Heimspiele,
Das dazwischen lassen wir mal kurz weg. Aber die letzten zwei Heimspiele waren wir halt auch durchaus spielerisch überlegen. Wir hatten ja auch selbst in der zweiten Halbzeit wieder 20 Minuten lang sehr gutes Spiel nach vorne, machen dann auch das 2:3, ja, wodurch man denkt, hey, sind noch 25 Minuten Zeit, da kann man noch mal was rausholen. Ja, und dann kriegst du wieder das 4:2 durch so einen Abwehrfehler da hinten, wo du denkst, das muss man den Ball vernünftig rausspielen können. Ne? Ja, aber das ist, wie gesagt, da steckt man dann nicht drin, dann sind die halt so nervös und dann werden sie nervös mit dem Ball am Fuß und dann prallt der mal weiter ab als sonst und dann passiert das halt. Also wie bei Vogelstrauß, langsam mal den Kopf aus dem Boden hier ziehen und mal sehen, dass wir hier weiterkommen. Ne? Ja, genau. Okay, lassen wir es dabei. Wir schauen, was nächstes Wochenende passiert. Wir müssen mal schauen. Vielen Dank für deinen Kommentar, auch wenn es manchmal schwerfällt. Ja. Ja, schauen wir mal. Wir sehen uns in Beditz. Mach's gut, bis dann. Ciao. Belzig? Wir sehen uns natürlich im Belzig, sagt Matze. Weil Matze bleibt immer auf der Höhe. Der steht hinter der Kamera. Der war jetzt in Leipzig gewesen. Der Matze steht hinter der... ach, da ist er ja. Matze. Wie siehst du es? Wie war das Spiel? Sag mal, jetzt bist du dran. Das wird zu lang. Ja, scheiße, schade verloren. Ich hatte gerade einen Stau auf der Satzbaustelle. Alles gut, was sollen wir machen? Wir können nicht mitspielen. Wenn wir mitspielen, gewinnen wir das Spiel? Lutze, wir sitzen hier hinter der Kamera. Jetzt, wir reden gerade schon über das Spiel quasi. Wenn du das jetzt ausmachst, sitzen wir wieder vor der Kamera. Wir können auch auf der anderen Kamera weiterreden. Wir machen es jetzt aus. Tschüss. Ja, Markus, bei Markus ist der Bart ab. Gewonnen haben wir immer noch nicht. Wird langsam Zeit, dass mal wieder gewonnen wird. Vielleicht klappt es ja in Belzig. Wir beide sind leider... Wir haben uns sehr oft über die Schiedsrichter beschwert. Ja, und da muss man diesmal ein großes Lob sagen. Ja, der war gut. Sehr konsequent und klare Linie. Ja. Und muss auch mal sein, muss man auch mal sagen. Doch. Ja. Und eigentlich haben wir ja gehofft, dass die Mannschaft gewinnt, aber das sollte so nicht sein. Naja, es klappt nur wieder. Okay. Und dann gehen wir auch wieder hin, ne? Wenn sie gewinnen, gehen wir wieder genau. hin. Genau, ja, wir schaffen es nicht dieses Wochenende. Wir sind ja in Alborg noch unterwegs und wir können nur mit zwei Beinen und vier Armen. Klappt halt nicht so. Hast du da durch? Bist fertig? Ja, was hast du mit dem Wetter? Dann wettern wir noch ein bisschen rum. Wetter, können wir ja rausgucken. Jetzt scheint gerade die Sonne. Das habe ich jetzt, wollte ich gar nicht ansagen. Westwind, stürmisch. Tiefdruckgebiet, Regen. Regen die ganze Woche bis Donnerstag. Donnerstag vermutlich der wärmste Tag mit bis zu 13 Grad. Teilweise im Osten irgendwo anders, irgendwo bis zu 20 Grad werden. Hier glaube ich das aber nicht. Und ab Freitag sieht es wieder ein wenig besser aus. Da kommt dann wieder vermehrt die Sonne durch. Aber der Regen wird noch benötigt. Ne? Da geht es ja aber auch ins Wochenende am Freitag. Deswegen brauchst du dann mal nicht regnen eigentlich. Genau. Und Richtung 21. wird es sowieso nicht mehr regnen, weil dann machen wir unsere Party im U-Club. Genau, die steht ja nicht drauf, hast du es gesehen, ja? Deswegen sage ich es doch. Am 21. Ab 16 Uhr. Ab 17 Uhr machen 17. wir. Ab 17 Uhr. Ich hab's nämlich im Kopf. U-Club. Er hat's nämlich im Kopf. Na. Okay, das war's. Montag durch. Schöne Grüße vom Lutze, genau, der noch schneiden muss. Und Matze geht schnell nach Hause. Du hast ja noch was zu tun. Deine Frau wartet, ne? Ja, wir gehen noch ein bisschen Rigipsplatten sprauchen oder so. Mal gucken. Irgendwas ist immer. Okay, euch eine schöne Woche, wollte ich sagen. Schönes Wochenende. Ja. Schöne Woche. Haltet euch von Corona fern. Bleibt alle ganz gesund. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Und alle anderen eventuell zwischen den Sendeterminen irgendwo hier im Bockheide. Und tschüss. Tschüss.